Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Total War Rome 2 Hannibal at the Gates. Bei uns brennt's gerade eben und das nicht zu knapp, kann man im Grunde eigentlich nur sagen. Wir haben Hungersnot, was ein echt großes Problem natürlich ist. Warte mal, wie weit komme ich mit diesen Truppen hier? Nur so weit. Also ich muss die auf jeden Fall jetzt so nah wie möglich an diese Situation heranführen. Wenn ich hier eine Chance gegen diesen Verein hier haben möchte, brauche ich jetzt alle hier erdenklichen Truppen. Ich habe auch noch jetzt hier Bankrottsituation. Das heißt, ich muss so schnell wie möglich Geld verdienen. Und das mache ich jetzt auch hier. Gebiete einnehmen. Warte mal. Unterwerfen. Erhaltenes Geld. Ja, ich unterwerfe die jetzt. So, damit haben die mich jetzt hier diesen Kampf hier ebenfalls abgebrochen. Ich will ja einfach nur quasi, dass das alles mehr oder weniger meine Diener sind, ne? Das ist alles, was ich erreichen will. Und da drüben müssen wir eigentlich auch noch irgendetwas tun. Das sind die Toretaner, die jetzt auch auf unserer Seite sind. Wir haben noch 1900, die wir überschüssig sind und auch noch minus 46 an Nahrung. Das ist ein echtes Problem. Und wir können es gerade eben nicht mal irgendwie großartig ändern oder verhindern. Kann ich mal das hier niederreißen? Wisst ihr, das ist das Miese, ne? Das finde ich die Sollbruchstelle am Spiel, dass du das nicht mal niederreißen kannst. Das kannst nichts machen. Echt ein Problem. Hier haben wir noch ein paar keltische Rebellen. Die muss ich jetzt schnell schlagen. Mache ich jetzt hier automatisch, macht gerade eben keinen Sinn. Ich habe größere Probleme. Ich muss versuchen, hier meine Situation zu verbessern. Ja, Rang erhöht ist schön und gut. Hilft bloß kein bisschen weiter. Auch das hilft kein bisschen weiter. Das hier hilft weiter, wenn ich jetzt sowas baue. Mittelfristig zumindest. Mehr Nahrung produzieren. Ich muss mich wahrscheinlich entscheiden. Och. Ach, das hier haben wir verloren. Das ist natürlich ungeschickt. Ich muss mich halt entscheiden, wo ich meine Truppen quasi opfere im Grunde. Und wie ich mit der Nahrungsmittelsituation umgehe. Die Nahrungsmittelsituation ist die, die uns wirklich umbringt. Minus 45 ist halt extrem brutal und das Ganze ohne Geld, wisst ihr. Ich denke, dass wir diese Armee gar nicht mehr brauchen. Die kann... Oder Moment. Ich denke, die Armee brauchen wir nicht mehr. So blöd es auch klingt, die kostet uns zu viel Geld. Weg mit ihr. Machen wir es immerhin schon mal Geld. Genauso wie er hier. Er wird auch erstmal wieder entlassen. Spart uns Geld. Hier haben wir ja gerade eben keine Gefahrensituation mehr. Wir sind jetzt hier nur noch von unterworfenen Völkern umgeben, die uns auch fleißig Geld zahlen müssen. Deswegen können wir Tingis hier im Grunde stehen lassen. Und ich werde hier dann noch mehr Leute jetzt reduzieren, so gut es halt geht. Ja, mehr darf ich jetzt nicht, sonst verlieren wir nämlich hier die öffentliche Ordnung. Okay, Tyros-Ableger. Das sind die einzigen, die noch Truppen hier generieren. Das sind Feinde. Ne, die Libyer sind keine Feinde. Das da müssen wir halt angreifen. Rom ist hier wirklich unser allergrößtes Problem. Und die hauen jetzt halt auch einfach ab, ne? Das Schiff kann sich nicht dorthin bewegen. Da kann ich jetzt hier gerade eben nicht angreifen. Aber wir müssen hier irgendetwas tun. Wir müssen sie irgendwie aushungern. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Unsere Truppen in Karthago leiden auch ganz massiv. Hier haben wir was verloren. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass so etwas passiert. Dass sie plötzlich einfach rüberschippern. Hatten sie ja bis zu dem Zeitpunkt auch nicht gemacht. Ich bin tatsächlich jetzt an dem Punkt, dass ich selbst diese Flotte hier auflöse. Einfach um... ja, an mehr Geld ranzukommen. Ich würde tatsächlich hier sogar jetzt auf mehr Fischhandel umsteigen, wenn ich könnte. Aber ich habe das Geld dazu nicht. Das ist mein großes Problem. Und das ist wirklich ein sehr, sehr schlimmes Problem. Ich frage mich,
Warum in dem Spiel es eigentlich nicht möglich ist, dass man vielleicht auch Nahrung von seinen Untergebenen bekommt, ne? Also von seinen Klientelkönigtümern. Was aus meiner Sicht absolut Sinn machen würde. Geht aber nicht. So, jetzt haben wir zum ersten Mal hier ein Level-Up auf der Armee. Mehr Moralen, Offensivkämpfen, öffentliche Ordnung. Rekrutierungskosten, Baukosten werden reduziert. Guck mal, was hier die nächsten Stufen sind. Tugend, eine tugendhafte Person wird ihre Pflicht tun. Was? Minus 20% Widerstand gegen fremde Besetzung. Ah, das heißt also, die okay, das finde ich eigentlich gar nicht mal so doof. Das hier nochmal. Warum habe ich da zwei Stufen reingesetzt? Die irgendwann mal im totalen Blindflug gemacht haben. Schüsse pro Minute ermöglicht Fertigkeit auf in die Schlacht. Mehr Moral, mehr Nahkampfangriff. Ja, komm, das nehmen wir mal. Ich finde diese Fähigkeiten bei Karthago irgendwie nicht so sauber durchdacht. Hier würde ich am liebsten auch umbauen, aber ich kann es mir nicht leisten. Gut, das Wichtige ist, dass wir jetzt wieder Kohle machen. Ne? Das ist das wirklich Wichtige, aber die Tatsache, dass wir jetzt einfach immer mehr solche Städtchen verloren haben, hilft uns definitiv nicht. So, dieses Städtchen wurde uns wieder genommen. Wir kämpfen für euch, mein Herr. Vielleicht kriege ich es wieder zurück. Aber dann muss ich halt jetzt hier sehr offensiv werden. Wird aber wahrscheinlich nicht klappen. So, die hier kosten mich auch zu viel Geld. Ganz im Ernst, die fliegen einfach raus. 2000, ja, da habe ich immerhin ein paar Nahkämpfer. Dadurch, dass die eh verhungern, sind sie bald ihr Geld nicht mehr wert. Ihr könnt... Ah, ich kann noch... toll, ich kann tatsächlich noch ein Dingens machen, wie heißt's? Einen Erlass. Ob der jetzt hier mein Leben ändern würde. Ich mache hier schon Nahrung. Bin so schneller. Ja, was soll ich denn für einen Erlass lassen spielen? Du bist ein Witzbold. Ich habe doch überhaupt nicht... Ich habe doch gar nicht genügend im Griff. Das ist ja das Problem. Was soll ich denn da machen? Was soll ich denn da erlassen? Wenn ich nicht mal ein Gebiet habe, um das zu tun. Oder habe ich das vergessen bei dem anderen? Habe ich eventuell das doch vergessen, einen Erlass zu erlassen? Muss ich nachher nochmal gucken. Auf jeden Fall ist der Moment, wo... Bei der Flamme. Das Bündnis zwischen uns muss gebrochen werden. Oh. Götter haben keinen gemeinsamen Weg für uns. Das ist unfassbar. Wisst ihr, der mag uns eigentlich sogar und verrät uns. Ja, ich kann nichts dagegen tun. Also, wir werden es versuchen, sie aufzuhalten. Aber sie haben halt Elefanten. Diese Elefanten könnten uns jetzt wirklich zum Verhängnis werden. Insbesondere auch diese Hopliten, die sie da haben. Diese karthagischen Hopliten. Aber... Es sind wenige. Und dadurch, dass es wenige sind, bin ich sogar der Meinung, macht es sogar Sinn, ihnen jetzt hier öffentlich entgegenzutreten. Also statt eine Engstelle zu wählen, hier direkt öffentlich quasi zu kämpfen. Kommt her, landet hier an. Das wäre mir gerade das Liebste. So, mit dem Mob will ich tatsächlich darüber. Die Hopliten kämpfen gegen die. Die werfen auf die. Der Mob greift die an. Wir müssen halt diese scheiß Elefanten jetzt hier tot werfen. Wie es aussieht, kriegen wir sie auch down. Wurfspeere aus der Hölle. Ist der Auftrag hier. Kann ich vielleicht mit Feuer hier machen, dass die hier keinen Bock mehr haben, vielleicht. Nee, das Feuer bringt gar nichts. Jetzt sind sie in Randale und der hat hier seine Männer hier tatsächlich gekillt, wie wir sehen. Und ganz viele gerade eben draufgegangen. Ja, wir haben es geschafft. Die Elefanteneinheit ist tot.
Ihr macht es da drüben auf diese biblischen Peltasten mal eure Wurfattacke. Die müssen weg da drüben. Jetzt werft endlich. Ihr kommt es an. Dadurch, dass wir die Elefanten besiegt haben, haben wir eine realistische Chance. Wisst ihr, der Mob hat nicht mal eine Chance gegen die. Das finde ich so krass. Der Mob hat nicht mal eine Chance gegen die. Gut, packt eure gesamten Wurfspeere hier ein. Macht hier noch so viel Schaden wie geht. Wir haben die noch kaum getroffen gegen diese libyschen Peltasten. Das finde ich so heftig. So, habt ihr noch Wurfspeere? Nicht mehr viele. Ein paar fliegen noch. Jetzt ist es vorbei. Geht hier noch in den Nahkampf. Ja, unsere Chancen schwinden gerade eben. Sie waren ganz, ganz kurz da. Jetzt schwinden sie. Warum sind diese karthagischen Hopliten so stark? Man weiß es nicht. Und es werft. Ja, hier rennen sie alle weg. Und die sind jetzt hier, so wie es aussieht, auf Nahkampfkurs. Ja. Werft. Werft. Wird werfen. Wir können jetzt nicht allen hinterher rennen. Die müssen sich aufteilen. Die sind hoffentlich auch langsamer. Und wenn sie jetzt zwischen uns stehen, haben sie ein Problem. Warum die immer noch rennen, ist mir ein Rätsel. Wisst ihr, 1000 Kilometer weg und sie rennen immer noch. Noch sind sie zuversichtlich. Wenn wir die auseinandernehmen können, haben wir vielleicht eine realistische Chance, weil die anderen sind auch bloß Wurfspeereinheiten, ganz normale, reguläre. Warum rennt ihr dahin? Ihr rennt da hoch und der Gegner kommt von da. Das ist doch hirnrissig. Wie lange können die denn hin und her rennen, ey? Werft. Den Rücken gefällt denen gar nicht. Gebt ihnen Feuer. Wie ihr wünscht. So, ihr macht es auch Feuer. Wir verdunkeln den Himmel. Jetzt sind sie schon wieder standhaft. Man fasst es nicht. Dann macht's halt normal. Ja, auch keinen Stress mit. Hauptsache, ihr macht die fertig. Greift jetzt den Verein hier an. Noch 29 jetzt. Noch 25, 24. Ja, und meine wanken natürlich, wisst ihr? Meine sind die, die wanken. Die anderen kommen doch dazu. Scheiße, die haben noch Wurfspeere. Shit! Und da war es vorbei. Oh, wie unfair ist das denn? Die haben aber auch noch gelebt. Das hatte ich völlig vergessen. Stimmt, ich hatte völlig vergessen, dass sie noch diese vollen Hopliten hatten. Boah, wie uns gerade alles wegbricht, wisst ihr? Uns bricht gerade alles weg. Ich muss eigentlich im Grunde Gebäude abreißen, wenn ich eine Chance haben will. Entwicklungsfokus. Mit eurer Macht wächst auch das Bedürfnis eurer militärischen Fertigkeiten, zivile bla bla bla. Ja, wir nehmen jetzt mal die zivile Sache. Nach Hause zurückgekehrt, ja. Forschung abgeschlossen, Verschleißbericht, Bankrott. Ey, schon wieder Bankrott. Es geht ja alles in den Bach runter. Es geht alles in den Bach runter. Ich bin selber gespannt, ob wir da noch wieder rauskommen. Momentan sieht's wirklich finster aus. Finster im Ginster.
Das ist alles überhaupt nicht gut. Gehen wir da hin. Momentan verschleißen es immerhin gerade eben mal nicht. Aber sie regenerieren auch nicht. Mein Herr. Die verschleißen gerade eben auch nicht. Niemand wird entkommen. Warum komme ich da jetzt nicht ran? Och Mist. Doof. So, was ist denn? Die Todetaner sind auf meiner Seite. Da gibt es jetzt gleich eine Rebellion. Diese muss ich definitiv verhindern. Kann ich irgendwas bauen? Natürlich nicht, weil ich wieder kein Geld habe. Was? Ich muss tatsächlich die Streitkräfte reduzieren, überall ein bisschen, um nicht völlig bankrott zu gehen. Zu euren Diensten. Hier kann ich einen Trupp vielleicht noch rausschmeißen. Der kostet mich 82. Beide gleich teuer. Oh wei, oh wei. Gepriesen sei Balhamon. Hier sind halt einfach viel zu teuer, wisst ihr? Viel zu teuer. Ach Gott, wir werden belagert. Das war mir noch gar nicht aufgefallen, dass wir belagert werden. Gepriesen sei Bal. Niemand soll durchkommen. Ja, ganz im Ernst, ich halte es für unwahrscheinlich, dass wir das schaffen, aber es ist ein Hastati. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Also wenn wir untergehen, dann gehen wir mit wehenden Fahnen unter, Leute. Das war der eine Moment, glaube ich. Also ich habe mich ein bisschen übernommen, aber normalerweise wäre das kein Problem gewesen. Wir hatten eigentlich die Barbaren im Griff, aber Rom hat in dem Augenblick, wo es zuvor nichts getan hat, hat es losgeschlagen. Und das war unser Untergang. Oder könnte es zumindest sein. Ja. Unsere Geschosse erwarten eure Befehle. 2 und 3. 1, 2 und 3. Wo sind jetzt die feindlichen Schiffe? Da sind sie. Sag mal! Beast. Genau genommen machen wir wahrscheinlich sogar das da eher. Holy shit! Das singt schon, okay. Das Schiff hier sinken nicht. Was ist da jetzt los? Was ist das hier angreifen? Und das hier angreifen? Jetzt! Entern! Ihr rammt die hier noch weg. Greift die hier an, beziehungsweise ihr könnt die mal rammen. Rammt die weg. Die meisten der römischen Schiffe sind ja schon beim Teufel. Was haben wir jetzt hier eigentlich alles im Griff? Ne? Die gesamte römische Flotte ist schon weg. Auf 3 Schiffe. Schnappt sie euch. Einfach niederkämpfen. Ach Gott, es flieht ein Schiff von mir. Wollt ihr mich verarschen? Das gibt's doch wohl nicht. Unterstützungsschiffe zu euren Bereit, willig und fähig. Geht das noch hin, ist den hier mal zu entern, den Verein? Entern. Ihr seid direkt an ihnen dran.
Nicht wahr, ey, wisst ihr das? Einfach nicht wahr, was hier gerade passiert. Ja. Guten alten baggenden Schiffe, ne? Ich habe keine Ahnung, was da gerade abgeht. Aber sie machen Scheiß. Kann man nicht anders sagen. Sie machen einfach nur Scheiß. Die kriegen es nicht hin. Warum ist das Internet jetzt hier abgebrochen? Wisst ihr, der rammt mich jetzt hier. Wir haben mich den halt auch noch hier. Zack. Weg mit ihm. Auf einmal ist das Problem gelöst, wisst ihr? Zack. Dazu. Unglaublich. Artillerieschiffe jetzt bitte hierhin. Die anderen Schiffe bitte dahin. Nahkampfschiffe anlanden. Wir haben immer noch eine Chance, diese Römer zu schlagen. Zu euren Diensten! Unterstützungsschiffe! Ja, eigentlich müssen die dort auch da drüben hin, die Unterstützungsschiffe. Ein paar Wurfspeere haben wir ja noch. Und das hier. Equites! Komm, die können wir gleich von hier aus alle tot werfen. Von Land auch, vom Wasser aus. Der genau diesen einen da getroffen hat. Eindrucksvoll. Mal können. Na, so, ihr sollt. Okay, sie scheinen dann doch irgendwie dahin zu segeln, wo sie hin sollen. Der kriegt es nicht hin, oder? In dem Schiff, du gehst mal dahin. So, jetzt werfen die nämlich auch. Yeah. Ah, diese Trümme schießen auch selbstständig. Habe ich gerade zum ersten Mal gesehen. Das ist also die Stärke von den Teilen. Werfen die denn hin? So, jetzt treffen sie. Die Kavallerie können wir schon mal wegräumen. Dann ist die schon mal erledigt. Sehr gut. Kavallerie ist erledigt. Also schippern wir rüber. Ich sag mal. Gerade eben nicht mehr so. Wisst ihr was? Scheiß drauf. Schießt einfach. Wenn ihr jetzt hier vorbeikommen, werft, was ihr habt. Also diese Schiffe würde ich eigentlich theoretisch auch sogar noch ganz, ganz gerne so einsetzen. Auch wenn ich meine Truppen schon quasi angelandet habe. Das wäre sehr, sehr witzig. Aber was ist mit diesem Schiff jetzt falsch? Backt einfach jetzt hier so rum, ne? Kann sich nicht mehr bewegen. Doch, kann es wieder, okay. Dachte schon eine Sekunde, dass er irgendwie auf Grund gelaufen. Was stimmt mit dem da nicht? Der verkackte das Anlanden. So, meine Infanterie landet an. Und jetzt sollst du da hingehen. Freundchen. Wir müssen das einfach zurückerobern, wisst ihr, das ist so wichtig. Aber dann müssen wir es immer noch quasi wieder. Was kommt da? Equites. Okay. Eure Befehle!
Die Equitesten ist da. Die den Fehler machen, jetzt hier tatsächlich unsere Hopliten anzugreifen. Okay, wenn sie meinen, sage ich dazu nur. Wenn sie denken, dass das gesund für sie ist, sollen sie es doch machen. Eure Befehle, mein Herr! Wir erwarten eure Befehle! Unsere Speere sind die eure! Hopliten! Organisiert euch! Speere! Zu euren Diensten! Eure Befehle, mein Herr! Ba'al Hamun! Wie lauten eure Befehle? Strategen! Also gut, der Feind ist jetzt auf jeden Fall schon richtig da. Das heißt, wir landen jetzt hier mit den Fernkämpfern an. Artillerieschiffe stellen wir jetzt hier hin. Das sind sehr viele Equites. Hopliten bereit! Da kommen jetzt auch noch die Nahkämpfer. Warum denken die, dass diese Kavalleristen eine Chance haben? So, alle Fernkämpfer sind jetzt auch an Land. Warum auch immer die Nummer verlieren, verstehe ich nicht. Die müssen jetzt sterben hier. Kavalleristen. Wow, wow, wow. Schön außen rum. Und die niederkämpfen. Kavallerie zieht sich hier zurück, das heißt, wir können uns jetzt hier eigentlich wieder aufstellen. Ihr geht hier noch in die Flanke. Helft hier jetzt noch mit. Keine Ahnung, ob wir hier eine Chance noch haben. Ja, im schlimmsten Falle versagen wir halt, ne? So blöd es auch klingt. Wir sind zielsicher! Warum schießen die nicht? Die haben doch Munition. Warum haben die hier... Achso, weil ich das Schwertsymbol dran hab. Oh Gott, warum? Das erklärt so einiges. Das erklärt so einiges. Mal die Hopliten Phalanx aus. Versuchen die jetzt hier noch voll auseinanderzunehmen. Ihr werft noch so. Wie geht da rein? Die haben keine. Oh Gott, da kommen noch Diarie oder was auch immer, ne? Haben die noch Geschosse? Ich weiß es nicht. Ich drehe die mal ein. Speerträger! Boavi! Eure Befehle, mein Herr! Ich mein Admiral schon verloren oder was? Ich habe meinen Admiral schon verloren. Eure Befehle, mein Herr! Ja, nice! Wo auch immer die alle herkommen, ey. Ist mir gerade echt ein Rätsel. Aber der Admiral, die Admiralseinheit ist noch da, aber der Admiral selber ist tot. So, du auch noch darüber. Vielleicht können wir flankieren. Die Roarii verlieren ja schon die Lust und Laune an allem. Amestos!
Das ist das Gute daran. Die haben keinen Bock mehr. Equites wurden niedergekämpft. Jetzt gehen wir diesen... Oh, das ist ein Triarier. Nee, Triarier ist nicht gut. Wir müssen jetzt hier die Leves angreifen. Das Tat, die habe ich dann noch. Ja, die sind noch eine Schwäche. Hier geht noch weiter, hier drüben hin. Ihr dreht euch so hin und du Schiff gehst mal komplett da weg. Söldner der etruskischen Hopliten, ist auch nicht so günstig. Außenrum wäre hier besser. Die Schlacht ist tendenziell nicht günstig für uns. Oh, kämpft! Komm, schießt da noch rein, so gut ihr könnt. So, die Einheit ist auch geflohen. Die Söldner der Etrusker scheinen dann doch nicht ganz so mutig zu sein. Da ist der Roarii-Trupp am Wanken. Macht Druck auf diesen Hastati. Das wäre jetzt extrem super. Ich habe keine Ahnung, was die gerade machen. Ich nutze die Tatsache aus, dass die jetzt hier einfach nur wegrennen. Die rennen einfach nur weg. Die Wurfspeere sind halt hier gerade eben wirklich Troublemaker jetzt wieder. Scheiße. Wir versuchen jetzt die einfach zu umzingeln und so viel Schaden wie möglich anzurichten. Da habe ich nicht mehr so viele Kämpfer hier gerade eben. Shit. Die machen halt auch Flankenmanöver, wie wir halt gerade eben sehen. Ne? Aber jetzt wanken hier diese Principes. Ich kann nur hoffen, dass sie irgendwann keine Pfeile mehr, keine Speere mehr haben. Wow. Brauche mich gar nicht hier irgendwas zu machen. Was? Ach, da habe ich nochmal eine ganze Einheit, die ich völlig übersehen. Druck hier auf diese Hastati. Druck auf die Hastati. Jawohl, die sind weg. Jetzt hier auf die da, die sind schon mitgenommen. Druck auf diese Principes. Immer konzentrieren auf eine Einheit, das ist das Wichtige. Hat nur mitgenommen. Dann hört auf zu wanken, sondern flieht. Die sind auch weg. Hier geht er jetzt hin. Vielleicht können wir da noch mal was anrichten hier, wenn wir den einfach in den Rücken gehen. Es ist einfach nur noch Wahnsinn, was hier passiert. Ja, unsere Flotte geht dabei drauf. Der Vorteil ist, wir gewinnen dadurch vielleicht wieder Geld, aber verlieren Handlungsfähigkeit. Druck auf diese Hastati. Die sind auch weg, perfekt. Jetzt auf die da losgehen. Die verdammten Söldner der Etrusker. Unsere Artillerie hat keinen Druck mehr. Jarier, Hastati. Nehmt diese Hastati auseinander. Alles, was wir töten, reduziert natürlich, also alles, was wir jetzt hier auseinandernehmen, reduziert die Moral der gesamten Armee des Gegners. Hopliten! Wenn die hier wegrennen, kann sein, dass die nächste Einheit hier schon quasi noch mitgenommen wankt. Ah, komm schon!
Der Feind hat auf jeden Fall auch jetzt seine Wurfspeere, glaube ich, weitgehend verbraucht. Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle. Mehr Druck, mehr Druck. Mehr Druck, mehr Druck. Jawohl. Wisst ihr was? Wir nehmen jetzt die auseinander. Neuer Hauptauftrag. Die Nebeneinheiten auseinandernehmen. Die Levis. Sterben wie die Fliegen. Irgendeiner muss die hier tanken. Die Männer habe ich auch nicht mehr. Komm schon. Lauft weg, ihr Levis. Sind sie gleich weg? Sind sie gleich weg? Kann ich mich nämlich wieder um die Söldner hier kümmern. Jawohl, jetzt auf die Söldner. Genau, seht ihr nämlich, so macht man das nämlich. Stück für Stück den Gegner ins Wanken bringen. Er muss nur noch ein paar Männer verlieren, dann hat er kein Interesse mehr. Genau, dreht euch ein, dass ihr hier noch mehr Kontakt herstellt. 23, kommt schon. Jetzt flieht doch endlich, ihr seid nur noch 21 Mann. Die halten halt wegen den ollen Triarien da drüben. Bauen halt, die Triarier haben halt so eine Aura, ne? Die sorgt dafür, dass der Gegner, dass die verbündeten Einheiten halt einen Moralboost bekommen. 16. Jetzt endlich. Jetzt will ich den Triarien in den Rücken gehen. Hopliten! So, den in den Rücken jetzt, wie gesagt. Ihr geht dahin. Die haben noch Wurfspeere, wie unfair. Beurteile das. Ja, ich brauche euch jetzt hier, Leute. Ne? Also, so blöd es auch klingt. Die Artillerie muss jetzt gleich in den Nahkampf. Die Triarier sind es noch 41, 40. Werden weniger. Nur noch 36, sie wanken selber schon, sind komplett umzingelt. Jetzt wanken sie auch. Wenn die weg sind, glaube ich, haben die Levis keine Lust mehr. Na also. So, jetzt greifen wir sie hier an, ohne. Nämlich schnell genug. Also dann sind wir schnell genug dadurch. Phalanx aktiv. Und da rattern jetzt hier die Männer runter. Geschafft. Ja, wir gewinnen die Schlacht, aber den Krieg wahrscheinlich nicht. Hier ist der Klassiker am Start. Man gewinnt die Schlacht, aber nicht den Krieg. Wir haben Rom einen heftigen Schlag versetzt. Aber er wird wahrscheinlich verpuffen, trotz allem. Und die werden auch nicht mehr lange jetzt hier kämpfen, diese Velites. Ach, deswegen rennen die nicht weg. Das sind Velites und keine Levis. Die sind ein bisschen mutiger. Aber die werden auch nicht lange mutig sein. Geschafft. Ja, einfach mal nur Sieg, ne? Uiuiuiui. Das ist ein verdammter Kampf auf Augenhöhe mit Rom. Ja, ich werde es auf jeden Fall erobern, aber es wird uns nichts bringen. Wir haben eine Flotte der Römer besiegt und eine Armee der Römer. Die Flotte meldet sich, mein Herr. Speerträger, libysche Speerträger. Tragische Hopliten. Ich kann auch einem General da nicht irgendwie sowas, einem Admiral nicht sowas geben. Na, die Schweine haben alles auseinandergenommen, ey. Das gibt's ja wohl nicht.
Cheat. Dumm ist bloß, die haben halt ja immer noch ihre Leute, ne? Aber die Flotte existiert noch. Zumindest RAM-technisch ist noch voll einsatzfähig. Also Leute, unser Niedergangskampf geht weiter beim nächsten Mal. Macht's gut bis dahin. Ja, schöne Zeit. Tschüss und Ade.